Moin und herzlich willkommen zu einem Demo-Vlog heute mal. Wir haben es jetzt 20 nach 3 ganz genau. Wir fahren jetzt langsam los zum Treffpunkt und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ich bin gerade mit dem Trecker von unserer Firma los. Da fahren wir auch mit 2 Treckern zur Demo. Und ich muss vorher noch mal eben schnell tanken in der Firma. Und dann gucken wir mal, was uns heute so alles erwartet.
So, wir haben es jetzt 4:45. Autobahnzufahrt ist zu. Abfahrt ist natürlich noch frei. Ich filme von hier mal nicht, dass ich noch auf die Straße unter die Räder komme. Also ein paar Mann sind wir. Der LKW ist auch da. Die Polizei ist bis jetzt, glaube ich, nicht da. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Ich war gerade mal hier mit der Drohne einmal los, wie man gesehen hat. Na komm, geh aus. Ja, auf der Autobahn ist nicht ganz viel los. Ein paar Autos, die da fahren, aber wirklich nicht viel. Hier auf der Straße hat sich so ein bisschen aufgelöst gerade. Bis vor kurzem waren hier noch ein paar Speditionen und so mit LKWs vertreten. Die sind gerade eben abgerückt. Ich weiß nicht, ob die irgendwo hin mussten oder woanders zum anderen Ort gefahren sind. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, sonst stand hier nämlich auch alles voll mit LKWs noch. Jedenfalls hier ist die Straße ziemlich voll nach da hin, hatten wir ja gesehen, bis nach Bremerhaven rein. Ja, aber bis jetzt keine Polizei, beziehungsweise vorher nur einmal oder ein paar Mal mehr lang, aber hat so nichts gemacht, bis jetzt auch alles friedlich. Ja, Rettungskasse ist natürlich immer frei. Wurde vorher natürlich auch immer in den Gruppen angekündigt, wie man sich zu verhalten hat. Also von daher bis jetzt alles gut und friedlich. Klappt alles mit der Rettungskasse. So, Mittag.
Starke Erbsensuppe gibt es auch noch. Top. So, früher Abend, wir sind wieder da. Ich steige mit dem Schnell auf den Trecker, das ist ein bisschen wärmer. Da kann man etwas besser schnacken und dann lassen wir den Tag mal im Revue passieren. Zuallererst mal eben Dankeschön an alle, die uns hier auf dem Hof vertreten haben und unsere Kühe, und nicht nur die Kühe, alles morgens versorgt haben und Tierzeug, was wir hier so rumlaufen haben. Vielen Dank schon mal an euch. Und dann mal eben kurz zur Demo. Auf jeden Fall großes Dankeschön an alle Organisatoren. Hat wirklich super, super geklappt, muss man einfach so sagen. Von morgens der Aufstellung bis dann Aufstellung beim an den Autobahnen. Alles super. Und auch die ganze Versorgung mit Essen, Getränke. Wirklich an alles gedacht, sei es von Feuerholz für die Feuertonne bis über Müllsäcke, damit da kein einziger Fitzel Müll liegen bleibt. Also das hat wirklich alles super geklappt. Auch mit der Polizei alles super, ja, alle fair und für alles Verständnis und hat wirklich gut geklappt mit der Kommunikation und alles. Hat mir auf dem einen Clip gesehen, Rettungswege waren alle frei und auch Pflegekräfte und alle, die unbedingt auf Auto waren müssen, eben Ausweis gezeigt bzw. hatten was im Auto. Und dann sind die auch ohne weiteres drauf gekommen. Also von daher alles super. Viele, die Verständnis hatten, aber na gut. Ein, zwei Leute sind natürlich immer dabei, die ein bisschen anders drauf sind und dann wirklich mit Gewalt da durch wollen mit dem Auto. Aber ja, die hast du halt immer dabei. Eine kurze Situation hatten wir. Ein Autofahrer vor uns angehalten und dann strikt ausgestiegen im Kofferraum. Hat erstmal einen Latthammer rausgeholt und ja, da in die Menge von den Bauern ist zum Glück nichts passiert, aber ja, Polizei gleich her oder angerufen, die waren innerhalb, ich glaube, 2 Minuten da oder so. Und dann hat sich die ganze Situation da auch schnell geklärt und ja, der wurde erstmal ein bisschen beiseite genommen. Aber ansonsten alles total friedlich und ruhig. Also von daher wirklich alles gut. Jetzt wollen wir mal hoffen und gucken, ob das was bringt in der Politik. Also ich lasse das ganze politische Thema in meinem Vlog ja eigentlich sowieso, oder was heißt sowieso, aber ziemlich raus immer. Aber ja, jetzt mal eben kurzes Video dazu, das muss man halt dann mitmachen und da auch mitzustehen, weil wenn man gar nichts macht, dann ändert sich auch nichts, von daher muss man so eine Demo dann auch mitnehmen, bin ich der Meinung. Ja, mal gucken, wir werden eventuell morgen auch wieder losfahren, je nachdem wie das mit meiner Arbeit dann ist, aber bis jetzt sieht das ziemlich so aus, deswegen lassen wir den Trecker auch hier mal eben stehen an der Straße, dass wir zur Not morgen auch wieder damit los können. Kurzer, schneller Nachtrag nochmal eben. Auf jeden Fall auch noch vielen Dank an alle Privatpersonen, Firmen, Gastronomiebetriebe, die ja Essen gestellt haben, Trinken gestellt haben, von Kaffee bis über Nudelsalat bis, ja, heute Morgen gab es geschmierte Brötchen. Also da auch nochmal vielen Dank und ganz großes Lob. War es das, glaube ich, so ziemlich von meiner Seite. Mal eben kurzes Demo-Video quasi. Ich mache mich dann gleich sofort ran und schneide das alles zusammen. Die paar Aufnahmen, die ich habe. Und ansonsten könnt ihr mir sonst gerne über Instagram vielleicht noch was zukommen lassen oder einfach in der Story verlinken. Dann kann ich das reposten, dass wir da auch noch ein paar Eindrücke überall in ganz Instagram teilen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns spätestens frisch und munter beim nächsten Vlog wieder. Und dann würde ich sagen, haltet durch. Falls noch ein paar mehr Demo-Tage kommen, seid motiviert. Und dann ändert sich hoffentlich auch was. Ja, habe ich ja eben schon gesagt, das ändert sich nur was, wenn einer aufsteht und was sagt. Ansonsten läuft das halt immer alles so weiter. Von daher muss ich jetzt was ändern. Also bis dahin, bis zum nächsten Vlog oder bis zum nächsten Video. Ciao.